Moin zusammen zum Tourenbericht Strahlhorn. Strahlhorn war unser eigentlicher Plan, auf die Britannia-Hütte zu gehen, dort zu übernachten, dann über einen Normalweg hochzugehen. Daher die Britannia-Hütte aber voll ist, haben wir uns entschieden, weil wir das Zelt eh dabei hatten, dass wir quasi draußen übernachten. So sind wir jetzt schon den ersten Teil der Strecke gegangen und bauen jetzt hier gerade unser Zelt auf, unser Lager, bevor es dann quasi morgen früh hier hinten hochgeht. Der Gletscher ist schon relativ ausgeharrt, weshalb man echt wegen den Spalten aufpassen muss, aber der Weg ist relativ eindeutig sichtbar. Das Wetter morgen soll ganz gut sein, von daher steht eigentlich der Tour nichts mehr im Wege. Wir werden uns dann nachher noch schön was zu essen machen und dann mal hier die Nacht draußen genießen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Tourenbericht Strahlhorn. Strahlhorn sollte der erste 4000er werden in der Tourenwoche mit Markus. Das heißt, wir waren ja schon mal zusammen im Juli unterwegs und jetzt im August hatten wir gesagt, gehen wir nochmal eine Runde. Deswegen war es klar, Strahlhorn wollten wir machen als Aufwärmtour für unsere Woche. Das ist eher ja ein einfacher 4000er und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mit dem starten. Wir sind dann quasi morgens um 4.30 Uhr aufgestanden, haben dann gemütlich unsere Sachen zusammengepackt, haben unsere Biwak-Ausrüstung auch an dem Platz gelassen und wollten sie dann quasi auf dem Rückweg wieder mit einholen, dass wir das Gewicht nicht unnötig mit auf den Berg schleppen. Und vielleicht ein paar Fakten zur Tour allgemein. Der Berg ist 4190 Meter hoch, die Schwierigkeit ist wenig schwierig, es ist eine relativ einfache Hochtour technisch betrachtet, aber eine sehr lange Hochtour. Das heißt, man geht extrem lang. Also nach meiner Uhr waren es zum Schluss 20 Kilometer. Von der Britannia-Hütte braucht man 5,5 Stunden hoch und 4,5 Stunden zurück, was einem auch zeigt, dass es wirklich eine lange Tour ist, 10 Stunden gesamt, wo man viel laufen muss. Abgewechselt haben wir uns immer beim Losgehen, weil man nach einer Zeit einfach ein bisschen immer mürbe wird, wenn man die ganze Zeit nur vorgeht. Dann gab es den steileren Bereich, hier konnten wir das Seil ablegen, weil es hier quasi die Sturzgefahr höher ist als die Spaltengefahr. So haben wir quasi beschlossen, es ist immer schwierig, dann jemand anders zu halten. So kann auch jeder immer in seinem eigenen Tempo gehen und wenn keine Spalten vorhanden sind, kann man dann auch das Seil ablegen. Im oberen Teil gab es noch mal ein paar Spalten, das heißt, dort legt man das Seil dann wieder an. Wie du siehst, beste Bedingungen bei den Touren. Wenn ich so darüber nachdenke, denkt man, dass ich immer nur bei gutem Wetter auf Hochtouren gehe. Ist natürlich klar, gutes Wetter ist eine wichtige Voraussetzung für Touren. Wir hatten dieses Jahr auch extrem viel Glück, was das Wetter angeht. Jetzt war es hier auch mit der Wegfindung relativ einfach. Es war eine Spur vorhanden, aber auch sonst war die Wegführung jetzt nicht schwierig. Der Weg ist relativ einfach. Auch hier schaut es dir vorher auf der Karte an. Wir haben quasi dann auch immer meine GPS-Uhr, also die Suunto Baro 9 dabei, wo ich den GPS-Track dabei habe. Dann haben wir eine Karte von dem Gebiet, falls aus irgendwelchen Gründen die Technik mal ausfällt. Und vorher natürlich auch nochmal auf dem Handy nochmal die Führer abfotografiert. Wie läuft letztendlich die Tour ab? Du läufst am Anfang relativ viel über den Gletscher, ist relativ einfach oder relativ flach vom Gelände, da wird es steiler. Dann gibt es quasi diesen ersten Aufschwung hoch, wo du quasi auf so eine kleine Zwischenfläche kommst, wo du von hier aus den Gipfel siehst. Hier sieht man natürlich auch noch andere Berge, das Rindfischhorn etc. Die Aussicht da oben ist auch wirklich super. Man sieht dann auch aufs Monte Rosa Massiv rüber. Also wirklich, was das angeht, ein super toller Berg. Als Aufwärmtour muss ich schon sagen, wir sind wirklich ja von Null gestartet. Also Markus kommt aus Berlin, ich aus Bremen. Das heißt wirklich Höhenmeter Null quasi. Das ist schon hart, also das hat man gemerkt, die Nacht war natürlich nicht so gut und jetzt dann auch so schnell auf die Höhe zu gehen, das hat man im Kopf schon deutlich gemerkt.
sodass wir wirklich auch viele Pausen gemacht haben, viel getrunken haben, auch Essen uns mehr oder weniger reingezwungen, sodass man sich da dran gewöhnt. Wenn du hier auch merkst, dass dein Kopf dann nicht mitmacht, dann brech so eine Tour lieber ab. Es hat keinen Sinn, aber bei uns ging es dann, je mehr wir gelaufen sind, umso besser war es dann letztendlich. Bis hier siehst du nochmal einen Blick zurück ins Gletscherbecken rein, wo wir quasi hergekommen sind. Bei solchen Touren wirklich, wo man viel geht, kann ich dir nur empfehlen, immer einen Stock dabei zu haben, weil es einfach deine Knie entlastet, da auch nochmal ein bisschen immer zum Abstützen ganz gut ist und es einfach hilft. In steilen Stellen mache ich das so quasi immer den Pickel auf einer Hand, in einer Seite zur Berghangseite und den Stock dann auf der anderen Seite. Und so sind wir dann quasi weiter hochmarschiert. Wir haben bei der Tour echt auch immer mal wieder Pausen gemacht, zurückgeschaut, wo wir quasi hergekommen sind, auch ein bisschen so auf die Berge geschaut, was so ein bisschen gesprochen, was wir die nächsten Tage vorhaben, weil wir es an dem Tag nicht eilig hatten, wir sind rechtzeitig gestartet, das Wetterfenster war quasi für den ganzen Tag gut gemeldet, von daher hatten wir da keine Bedenken. Aber wichtig auch, checkt das immer noch vor Ort immer ab oder währenddessen, ob sich das Wetter irgendwie ändert, weil in Bergen kann sich das Wetter relativ schnell ändern. Was lernt man quasi auf so einer Tour, die jetzt rein technisch gesehen nicht so anspruchsvoll ist? Was man lernt ist, man läuft sehr viel mit Steigeisen. Das heißt, wenn du gerade am Anfang noch nicht so viel mit Steigeisen gegangen bist, sind natürlich solche Touren prädestiniert dafür, Übung zu bekommen. Das heißt, hab die wichtig als Voraussetzung, du musst die Kondition für lange Touren haben und dann kannst du es wirklich einfach üben, viel mit Steigeisen zu gehen. Dafür bietet sich so eine Tour an. So eine Tour bietet sich dann auch für Anfänger an, wenn du die Kondition natürlich dazu hast. Also wirklich wichtig, du gehst auf einem 4000er, auch wenn das auch ein einfacher 4000er ist, bist du trotzdem dieser Höhe ausgesetzt, du bist dieser Länge der Tour ausgesetzt, was natürlich auch so eine Tour sofort schwerer macht, auch wenn es rein technisch gesehen keine schwere Tour ist, aber konditionell und vom Anspruch her oder von der Länge her ist das schon eine lange Hochtour. Über den gleichen Weg wie quasi im Aufstieg geht man wieder runter. An sich muss man dann wirklich aufpassen, dass man bei solchen Touren keine Leichtsinnsfehler macht. Also bei mir ist es so, wenn das Gelände einfach ist und ich mich nicht konzentriere, dann kann es sein, dass ich stolper, mit den Steigeisen hängen bleibe in meiner Hose. Das heißt, auch wenn das leichte Touren sind, immer volle Konzentration, weil wirklich auch Fehler, hier darfst du dir eigentlich nicht erlauben. Weil auch hier kannst du quasi dann hinfallen, hier kannst du dich verletzen und das musst du natürlich auch bei solchen Touren vermeiden. Genau, Abstieg quasi auch wieder über den gleichen Weg, das heißt hier auch wieder das Seil rausgeholt, weil hier waren große Spalten, noch deutliche Spalten zu sehen. Das heißt, immer wenn du am Ende der Saison gehst, ist der Gletscher ausgeapert, bedeutet, alle Spalten sind gut sichtbar. Es kann auch sein, dass du dann quasi über die Spalten ein bisschen rüberspringen musst, weil der Abstand einfach größer ist. Also schau hier, dass du geeignete Stellen findest, dass das Seil auch immer gespannt ist oder sowas, dass du einfach darauf achtet, dass falls wirklich mal einer reinfällt, dass da nichts Großartiges passiert. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, du musst wissen, wie man sich aus einer Spalte rettet. Gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, ist es wichtig, dass beides können. Das heißt, du musst dich alleine aus einer Spalte retten können und du musst aber auch schauen, dass du den anderen, wenn er in einer Spalte ist, auch gut sicherst, dass er nicht noch tiefer reinrutscht etc. Das heißt, es lohnt sich einfach, sowas immer wieder aufzufrischen, sowas zu üben. Kann man gut in Kletterhallen etc. üben. Wenn du noch mehr zur Tour wissen möchtest, findest du natürlich alle Informationen wie immer auf meinem Blog. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn du möchtest, kannst du gerne meinen Kanal auch weiterempfehlen, würde mich sehr freuen. Auf dem Rückweg haben wir dann noch unser Material wieder eingesammelt, sind dann weiter zur Britannia-Hütte gegangen und von dort aus dann mit der Bahn ins Tal runtergefahren, haben beschlossen, aufgrund der eher schlechten Nacht
dass wir dann nochmal einen Tag im Tal verbringen, beziehungsweise eine Nacht schlafen, bevor wir dann am nächsten Tag zur Lenzspitze aufgebrochen sind, beziehungsweise zur Mischabelhütte.